Université d'Oran II. Mohamed Ben Ahmed. Faculté des langues étrangères. Département d'allemand. Bonjour à tous et bienvenue à ce cours en ligne. Der Theorie der konstruktivistischen Didaktik wird anerkannt, dass jeder Lerner die Lerninhalte auf seine ganz eigene Art und Weise interpretiert und verarbeitet. Das heißt, der Lerner Kernelement in dieser Theorie. Daher ist es nicht möglich, Wissen eins zu eins vom Kopf der Lernperson in die Köpfe der Lerner zu transportieren. Instruktion und Input von Seiten der Lehrenden zählen keine automatischen und vorhersehbaren Lernprozessen und Wirkungen nach sich. Lernen ist nach diesem Ansatz sinnvoll, wenn es aktiv, selbstgesteuert, konstruktiv, situativ und als sozialer Prozess geschieht. Also hier spricht man von den Voraussetzungen des Lernens. Also dieses Lernen wird sinnvoll, wenn es aktiv ist. Das heißt, es gibt hin und her. Ja, also im Widerspruch zum frontalen Unterricht, in dieser Art der Theorie, des didaktischen Theorie, spricht man von den aktiven Übermittlung des Lehren und Lernens, selbst gesteuert. Das heißt, der Lerner hat eine Bedeutung in dieser Art des Lernens. Konstruktiv, das heißt, wir geben Informationen heute und nächsten Tag geben wir eine andere Information, dann wird dieses Wissen konstruktiv. Situativ, das hängt von den Situationen ab. Und Sozialprozesse, ja, das heißt, es gibt mehr Bedeutung für die sozialen Umgebungen. Im Fokus stehen somit die Lernenden selbst und ihre Aktivität hat eine höhere Bedeutung. Lehrpersonen sollen ermöglichen, dass Lerner aus der reinen Beobachterrolle eine aktive Rolle übergehen. Ihr Lernen selbstbestimmt und reflektiert mitgestalten und somit selbstständig in ihren eigenen Lernprozessen agieren können. Hier gibt es die Motivation von Lehrpersonen, der diese Art der Lernens ermöglichen kann, ja, dass er mir Vertrauen für den Lerner gibt. Spricht man von einem anderen Faktor, denn nämlich handelt es sich um Didaktik und Emotionen. Also zudem betont dieser didaktische Ansatz die Wichtigkeit der Emotionalen für ein erfolgreiches Lernen. Sich im Lernprozess frei zu fühlen, im Sinne von nicht fremdbestimmt, in dem Lernthema einen Sinn zu sehen, eine positive Atmosphäre und damit verbundene positive Emotionen bezüglich des Lernens werden als lernfördernd erachtet. Lernfördernde Bedingungen, die spätestens mit der modernen Hirnforschung als bestätigt gelten. Ebenso spielt die Persönlichkeit der Lehrerperson eine entscheidende Rolle. Wenn dieser authentisch die eigene innere Begeisterung für ein Thema vermittelt, so kann der Funke auf die Lerner überspringen und ihrerseits Begeisterung entstehen. Und Begeisterung für ein Thema ist eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Ja.